Hallo liebe Staubsaugerfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal rund um Staubsauger und Reinigungsgeräte. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, gibt es heute mal ein weiteres Video zum Konga 8290 Roboterstaubsauger mit seiner Aufsaugstation. Und da wollen wir uns heute mal die Nummer ganz genau anschauen und heute soll es mal so eine Art Testbericht geben nach circa einem Monat in dauerhafter Verwendung und ich möchte euch da nochmal kurz zeigen, wie der jetzt hier so optisch rüberkommt, was er für Schrammen schon hat innerhalb dieser Zeit, wo seine Vorteile liegen, wo es ein paar kleinere Nachteile gibt und dann wird man zum Schluss auch hier nochmal ein Fazit davon ziehen, damit ihr wisst, wie gut dieser Roboterstaubsauger wirklich ist und ob auch hier das hält, was er verspricht. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns dies gleich mal hier direkt in der Nahaufnahme an. Also schauen wir uns noch kurz zuallererst das Paket an, was praktisch mit alles im Set dabei ist. Wir haben zum einen hier natürlich den Roboterstaubsauger an sich. Wir haben dann hier diesen Staubauffangbehälter mit diesem integrierten Wasser- und Reinigungstank. Dann haben wir praktisch da drüben nochmal diesen Wischmopp und wir haben hier die Absaugstation, wo praktisch der Roboterstaubsauger reinfährt und automatisch dann entleert wird, was hier wirklich ein sehr großer Vorteil ist, was ich euch jetzt schon sagen kann. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt hier auf den Roboterstaubsauger ein. Ich werde euch mal hier im Detail zeigen, damit ihr mal sehen könnt, wie er sich praktisch hier gemacht hat. Also schauen wir uns mal kurz an. Ich habe jetzt extra nicht geputzt für euch, damit ihr gleich mal sehen könnt. Diese schwarze Farbe hat natürlich auch ein paar Nachteile. Und zwar könnt ihr schon hier sehen, da sammelt sich jetzt überall der Staub so ein bisschen an, was hier nicht weiter schlimm ist. Ich denke mal, das passiert auch bei anderen Farben, aber hier sieht man es vielleicht dann doch etwas mehr, dass hier zum Beispiel ein paar kleinere schwarze Staubkörner dann drauf sind. Aber ansonsten sieht ihr dennoch noch sehr gut aus. Wir haben hier eine sehr schöne glänzige Oberfläche, wo es vielleicht ein paar kleinere Fingerabdrücke gibt, aber nichtsdestotrotz passt es hier soweit. Auch hier sieht es noch gut aus. Wir gehen mal kurz die Vorderseite durch. Auch hier könnt ihr schon erkennen, da gibt es so ein paar kleinere Stellen, wo sich praktisch der Dreck angesammelt hat. Auch hier an diesem Gummiband, da ist es schon ganz klar sichtlich, da häuft sich auch und so mal ein bisschen der Schmutz und sammelt sich dann hier praktisch an. Aber ansonsten macht ihr dennoch einen sehr guten Eindruck. Es gibt hier relativ wenig Gebrauchsspuren, dadurch, dass er so eine sehr gute Navigation hat und natürlich auch hier so eine Abstandserkennung. Ihr könnt ja schon sehen, wir haben hier oben so einen LiDAR-Sensor mit dabei, so eine Lasernavigation. Und damit kann er im Grunde hier auch recht gut die ganzen Hindernisse erkennen, was auch hier in der Praxistest von mir mal gezeigt wird. Also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Das ist wirklich sehr gut gelöst, muss man sagen. So, da könnt ihr jetzt praktisch die Unterseite sehen. Hier haben praktisch dann die Räder dran. Die ist natürlich schon mal etwas schmutzig. Und natürlich auch hier diese Saugbürste, die ist auch schon mal ein bisschen gebraucht. Aber sieht dennoch eigentlich recht neu noch aus, muss man sagen. Also die hat sich relativ gut gehalten, dafür, dass sie jetzt hier sehr oft im Einsatz war. Gehen wir mal kurz hier auf die Räder ein. Ja, die sind ganz normale Standard. Das sind ganz normale Standardräder mit einem guten Gummiprofil. Die haben hier eine sehr gute Dämpfung, kommen praktisch beinahe überall rüber. Und wenn ihr das jetzt auch hier praktisch aus der direkten Entfernung sehen könnt, da kommt praktisch also auch hier über sehr große Bodenunebenheiten drüber. Also Teppiche sind wirklich hier kein Problem. Auch kleinere Stufen kann er praktisch damit problemlos bewältigen. Gehen wir kurz auf die Staubbürste ein. Also diese seitliche Bürste oder Seitenbürste, wie man es auch immer nennt. Die sieht praktisch so aus, ist jetzt noch relativ wenig abgenutzt. Also hier nach einem Monat erkennt man noch keine Abnutzungsspuren, was ich schon mal sehr gut finde. Und man kann sie, wie gesagt, natürlich auch dementsprechend relativ einfach tauschen, einfach abziehen. Und dann ist das Ding auch schon betriebsbereit. Ja. Einziger kleiner Nachteil, der mir jetzt natürlich aufgefallen ist, es gibt hier leider nur eine Seitenbürste. Eine zweite wäre manchmal nicht schlecht, da natürlich hier der Radius vom eigentlichen Staubeinfang gemindert wird. Ich werde euch das mal kurz demonstrieren. Also wir können praktisch bis hierhin dann auf dieser Seite den Staub erfassen. Da wird er dann praktisch immer hier so nach unten geschleust. Und an der Seite hört es dann leider schon praktisch an dieser Kante auf, dass hier nicht weitergeht. Hätten wir jetzt hier noch eine zweite Seitenbürste mit verbaut, also praktisch hier, da könnte man zum Beispiel nochmal hier ein ordentliches Stück dazu gewinnen und so etwas vielleicht auch einfacher und könnte vielleicht auch schneller die Wohnung wieder reinigen. Aber nichtsdestotrotz, diese eine Seitenbürste ist auch bei vielen Geräten mittlerweile Standard. Für die Kanten auf jeden Fall sehr gut geeignet. Da kommt wirklich sehr gut ran und kann auch hier einiges dann wegsaugen. Von dem her nicht allzu schlimm. Wäre natürlich noch besser, wenn ich hier zwei hätte, aber da müsst ihr auch natürlich irgendwo den Preis sehen. Die höherwertigen Geräte von Konga haben teilweise auch hier zwei Seitenbürsten mit verbaut. Ansonsten hier eine ganz normale Rolle. Es gibt hier dann auch Absturzsensoren. Die haben ja auch in meinen Tests wirklich sehr gut funktioniert, konnte ich jetzt praktisch hier keine Probleme erkennen. So, kommen wir jetzt auf die nächste Komponente kurz ein. Da muss ich glaube nicht allzu viel erwähnen. Es wäre dieser Staubauffangbehälter mit integriertem Reinigungstank. Also das ist so eine Art Doppelsystem.
Wir haben zum einen hier unten den Staubaufwangbehälter. Ich kann den mal gerade kurz so für euch öffnen. Da könnt ihr auch schon sehen, da hat sich schon einiges angesammelt. Auch hier ist praktisch der Staub schon mit drin. Muss man natürlich mal ab und zu reinigen. Habe ich jetzt nicht extra geputzt für euch. So ein bisschen ab und an muss man es natürlich ein bisschen sauber machen, damit der Filter nicht verstopft. Aber sonst macht es hier einen guten und sicheren Eindruck. Also, das sieht auch soweit sehr solide aus. Kann sich sehen lassen. Ich denke mal, damit kann man auch hier relativ dann gut arbeiten. Das könnt ihr jederzeit tauschen. Und dann habt ihr natürlich auch hier oben drin noch so einen HEPA-Filter. Den kann man jetzt hier erkennen. Das kann man natürlich auch hier nochmal kurz ausbauen. So, da könnt ihr jetzt hier nochmal den HEPA-Filter sehen. Also zum einen steckt hier der HEPA-Filter noch mit runter. Und der sorgt dafür, dass eine sehr reine Luft dann praktisch auch rauskommt. Also das ist auch hier wirklich gut gemacht. Der Staubbehälter ist jetzt leider nicht sonderlich groß. Liegt natürlich daran, dass hier zum einen mal der Wassertank noch drin ist. Ihr könnt schon sehen, der Wassertank, der streckt sich einmal hier rum. Also der ganze äußere Bereich ist praktisch hier dieser Wassertank, wo ihr praktisch auch noch das Reinigungsmittel reinleeren könnt. Macht ihr ganz einfach auf, leert dann praktisch hier das Wasser mit in dem Reinigungsmittel rein und dann wird es praktisch hier wieder dann für den Wischmopp verwendet. Aber für die Größe vollkommen okay. Ihr müsst ja auch noch bedenken, ihr habt hier eine Absaugstation. Da wird also praktisch hier dieser Staubtank automatisch wieder entleert und somit müsst ihr den nicht immer manuell selber dann rausholen. Ja, macht einen hochwertigen Eindruck. Da unten kommt dann wie gesagt nochmal hier dieser Wischmopp dran. Wenn ihr die Wischmopp-Funktion verwenden wollt, der kommt dann praktisch einfach hier so dran und dann wird er praktisch mit Wasser befeuchtet und das Ganze wird dann praktisch hier unten so reingeschoben. Also schiebt es so rein, zack, ist wirklich ganz einfach gemacht. Dann dreht ihr das um und dann kommt praktisch, wenn ihr das möchte, dieser Wischmopp einfach hier so drauf. Der wird hier so eingeklipst. Es gibt praktisch solche Clips. Also hier müsst ihr das einklipsen, geht praktisch so her. Klipst es so ein, zack, macht es drauf und dann ist es hier fest und ja, wischt dann automatisch nach dem Saugen auch durch. Also auch das ist wirklich gut gemacht und finde ich schon mal sehr gut. Und ja, dann sehen wir uns das noch kurz hier an. Also so sieht er praktisch nach einer Benutzungsdauer von ca. einem Monat aus. Klar, den muss man ab und zu mal in der Waschmaschine dann wieder reinigen, damit er ein bisschen sauber wird, aber hier sieht es ja noch gut aus, adäquat, ich denke mal für den Zeitraum, wo er praktisch gereinigt hat, sieht es ja noch sehr gut aus und da kommt dann praktisch hier immer so ein bisschen Wasser drauf. So, also so wie im Grunde zu diesem System, ich mache es nochmal hier drauf, ist wirklich ganz einfach und dann dreht ihr das praktisch so um und dann ja wischt der praktisch hinterher mit seinem Wischmopp, sodass ihr praktisch Saugen und Wischen in einer Funktion habt. Schauen wir uns nochmal kurz zum Schluss diese Absaugstation an, auch die konnte in meinen Tests eigentlich immer recht gut abschneiden. Wir haben hier oben dann diesen Staubbehälter bzw. diesen Staubbeutel. Also den könnt ihr praktisch hier jederzeit dann rausholen und tauschen. Und der hebt jetzt wirklich, also ich habe ihn kein einziges Mal jetzt innerhalb von diesem Monat tauschen müssen. Ich denke mal, der hält locker 1 bis 2 Monate, je nachdem wie oft ihr praktisch diesen Roboterstaubsauger dann auch im Einsatz habt. Ansonsten finde ich es gut umgesetzt, dass es hier unten so eine Art Gummi gibt. Damit kann ihr wirklich sehr gut flexibel reinfahren. Wir haben hier dann nochmal die Aufladepins, also die Kontakte, damit das hier selbstständig nochmal aufladen kann, währenddessen abgesaugt wird. Ansonsten muss man noch sagen, die Absaugstation, die ist hier wirklich sehr kompakt. Mir gefallen die Abmaße sehr gut. Man kann also diesen Roboterstaubsauger beinahe überall betreiben. Man muss sich keine Gedanken um irgendwelche Platzprobleme machen. Also stellt ihn einfach irgendwo hin, auch dort, wo es wenig Platz hat. Und dann habt ihr wirklich praktisch ausgesorgt und ihr fährt auch automatisch wieder zurück. Kommen wir zum Schluss mal kurz zum Benutzerhandbuch von Konga oder von Cicotec, besser gesagt. Das ist ja praktisch hier die Marke, die diesen Roboterstaubsauger dann herstellt und vertreibt. Und das Ganze ist hier wirklich sehr solide gemacht. Es gibt hier zahlreiche Sprachen, die praktisch hier verfügbar sind. Ist alles sehr gut übersetzt und zeigt hier wirklich im Detail, wie man diesen praktisch auch anwenden kann und muss. Kommen wir jetzt also abschließend zum Fazit. Und zwar bin ich nach einem Monat immer noch sehr begeistert davon. Ich denke mal, das ist hier wirklich auch für euch ein sehr guter Roboterstaubsauger im Vergleich zu den sehr extrem teuren anderen Marken, wie zum Beispiel hier Roborock und Ecovex. Also ein sehr gutes und solides System, was hier dennoch einiges an Saugkraft bietet, was natürlich auch den Vorteil hat, dass auch hier Teppiche sehr gut abgesaugt werden können. Das ist ja teilweise bei viel günstigeren Modellen das Problem, da dort die Saugkraft leider nicht allzu hoch ist. Somit können natürlich die Schmutzpartikel nicht wirklich oder nicht richtig aus dem Teppich praktisch rausgesaugt werden und somit werden die eigentlich nie richtig sauber. Aber mit 7000 Pascal ist es auch hier kein Problem mehr. Er ist ebenfalls, wie gesagt, sehr gut für Teppichböden geeignet. Also, ein sehr gutes Rundum-Sorglos-Paket zu einem sehr fairen Preis. Ich werde euch selbstverständlich auch hier den Link in der Videobeschreibung reinmachen. Schaut mal rein, klickt mal drauf und dann kommt ihr direkt zur Hersteller-Webseite, wo es den auch hier mit Abstand ja beinahe zum günstigsten Preis gibt. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also, bis bald.